Wieder die Schwarz-Gelben über Reus. Der BVB-Kapitän kommt im Strafraum zu Fall. Schiri Zweier bewertet den Zweikampf aber zwischen Hernandez und Reus als nicht elfmeterwürdig und lässt weiterlaufen. Reus positioniert sich hier durch seine Schnelligkeit vor Hernandez. Der schubst Reus leicht und berührt ihn auch unten am rechten Bein und bringt ihn dadurch aus dem Gleichgewicht. Da hätte der VAR ruhig eingreifen dürfen. Hummels klärt minimal mit dem Arm. Das Spiel läuft aber weiter. Der VAR aus dem Kölner Keller meldet sich anschließend bei Schiri Zweier und schickt ihn raus an den Monitor. Klares Handspiel hier, ja oder nein? Nach eingehender Betrachtung bewertet Zweier die Abwehraktion von Hummels als elfmeterwürdig. Strafstoß also für die Bayern. Lewandowski gegen Kobel. Ich glaube, für solche Sachen sollte man eigentlich keinen Elfmeter geben. Auch gerade, wenn man auch noch die Situation von Marco Reus zuvor gesehen hat, dann musste man eigentlich eine Linie halten, dass man eben weiterspielen lässt. Aber entweder sind es zwei Elfmeter oder es sind keine zwei Elfmeter. So hätte ich entschieden.